In Cannes hatte heute ein Film mit Skandalpotenzial Premiere. Unlawful Killing, etwa unrechtmäßige Tötung, rekonstruiert die Ereignisse in der Todesnacht von Prinzessin Diana vor fast 14 Jahren. Ist die Prinzessin der Herzen doch ermordet worden? Die These ist nicht ganz neu, aber immer noch brisant. Noch umstrittener aber ist, dass der Film erstmals ein Foto der sterbenden Diana zeigt. War es ein Unfall oder Mord? Welche Rolle spielte der Geheimdienst und das britische Königshaus? War alles ein Komplott gegen Diana und Dodi? Es ist eine aufsehenerregende und umstrittene Dokumentation, die Regisseur Keith Allen heute in Cannes zeigte. Viele Jahre hat er akribisch an diesem Film gearbeitet, recherchiert, alte Verschwörungstheorien aufgegriffen und ist heute überzeugt, das war kein Unfall. What I'm saying is that was ich sage, ist, dass die Untersuchung nach ihrem Tod mangelhaft war. Ich glaube nicht, dass alle Beweise zugänglich gemacht wurden. Dodis Vater Al-Fayed, ein Anhänger der Verschwörungstheorie, hat die Dokumentation finanziert. Und so stellt der Film Fragen, zeigt Ungereimtheiten. Warum zum Beispiel waren ausgerechnet am Unglückstag alle Überwachungskameras im Tunnel ausgeschaltet? Warum dauerte es fast 2 Stunden, bis Diana ins Krankenhaus kam? Allen zitiert einen Brief von Diana an ihren Butler. Mein Mann plant einen Unfall mit meinem Auto, steht da. Alles Zufall? Nach allem, was ich gelesen und gehört habe, gibt es keinen stichhaltigen Beweis, dass es eine Verschwörung gab, die Prinzessin zu ermorden. Keith Allens Film ist ein Schlag gegen das britische Establishment und das Königshaus und zeigt obendrein ein Foto der verletzten Diana im Wagen. Auch deshalb läuft der Film überall, nur nicht in Großbritannien.